So, meine Freunde, es ist Zeit für einen weiteren Part von Let's Play Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke. Ja, wir sind hier so zwischen Wiesenflur und Malvenfrost City stehen geblieben, haben im letzten Part hier noch ein paar Trainer besiegt. Und tja, die Aufgabe dieses Parts ist erstmal hier so die restlichen Trainer, nachdem wir Bonzo verloren haben, zu besiegen. Neues Teammitglied können wir uns ja nicht fangen, weil wir es nicht geschafft haben, es uns zu fangen. Ich weiß aber nicht mehr, welches Pokémon es war. Ah, doch, Ditto war es. Oder war das Ditto geangelt? Keine Ahnung, auf jeden Fall dürfen wir uns hier kein Pokémon mehr fangen. Was ziemlich scheiße ist. Aber, naja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Hoffe ich. Und, ja, es geht erst wieder so ein bisschen los. Kämpfen so ein bisschen. Rechten Bonzo so oft es geht. Und ja, ist noch ein Damienplex. Oh, da hat er sechs. Ah, stimmt, das sind ja die Zerstörer. Die haben das sechs Pokémon. Oh, nee. Schau. Blättertanz. Das Vieh ist aber auch schnell, du. So richtig schnell. Das sind. Das könnte echt hart werden. Das könnte hart werden. Aber nein, kriegen wir hin. Stimmt. Damienplex ist auch down. So, Level 25 für Storm. Und Konfusion. Bringen wir ihm irgendwas für Konfusion bei? Nein. Konfusion nicht erlernt, ja. Stopp mal, Konfusion nicht erlernt. Als nächstes kommt ein Mediti. Und dann wechseln wir mal auf. Four Punch. Four Punch kriegt das hin. Wir vertrauen ihm doch alle. Und unser Vertrauen, das ist heilig und bindend. Und das kriegt er doch definitiv hin. Okay. Erstmal schön Sondersensor. Beep, beep, beep. Normale Effektivität und Haut Meditieren. Sehr toll. Sehr gut. Okay, als nächstes folgt noch ein Fumpy. Ja, ja, mit diesen süßen kleinen Fumpies. Davon haben wir ja schon einige gesehen gehabt. Nee, ich glaube, ich habe offscreen mehr gesehen gehabt davon. Egal. Nochmal Sondersensor. Ist, glaube ich, nicht sehr effektiv. Aber doch, normal. Ja, hat. Fauna-Statue. Wieso haben alle Pokémon Fauna-Statue? Was soll das denn, ey? Eis-Sieb, ist das effektiv? Oh nein. Ja, warum haben so viele Pokémon hier Fauna-Statue, ey? Was hat denn der Randomizer damit gemacht? Sagen wir mal, ein Baumpel. Das kriegen wir auch noch hin. Baumpel wird von Servant Christian in den Cassiano in den Kampf geschickt. Eis-Sieb. Bada-Bing! Und wurde down! Sehr gut, sehr gut. So, und als letztes kommt auch ein Xatu. Das ist doch was Schönes, ein Xatu. Nicht schlecht. Sondersensor. So. Bam. Xatu sitzt. Ernsthaft, dass es mit ein paar wenigen KPs überlebt? Was soll das denn bitte, ey? Also, was soll denn der Scheiß? Spieler besiegt Servant Cristiano. Du hast einfach großartige Pokémon. Ja, da gebe ich recht. Ich werde mein Trainingspensum verdoppeln. Wir sollten bald mal wieder kämpfen. Wenn du meinst, können wir machen. Gegen dich habe ich schon gekämpft, ja. Gut, dann gibt's hier noch. 1, 2, 3, 4, 5 Trainer. Da kommt jetzt der erste dieser 5. 1, 2, ich Käfer sammle. Heute bin ich ein Käfer-Freak, aber meine Liebe zu Pokémon hat sich nicht verändert. Okay, wenn er meint, dann meint er halt, was er meint, und meint er halt. Oh man, Lustorm, du bist an der Reihe. Erstmal ein Sonder... Für Käfer-Pokémon hat ein Taubsi. Nicht sehr effektiv, aber geht trotzdem runter, run it down. So, dann also noch ein Formeo. Der haut aber richtig, der geht aber richtig durch hier. Dum, da, dum, da, dum, da. Okay, dann sind wir nochmal Sondersensor ein. Riechsalz. Macht aber nicht viel Schaden. Und jetzt nochmal Sondersensor. Beep, beep, beep. Das dürfte es auch sein. Auch nicht sehr effektiv. Und das hält aber mehr aus. Dann setzen wir einen Felsluft ein. Wobei, nee, warte. Sondersensor ist nicht sehr effektiv. Heißt Typ Unlicht. Okay, es ist Typ Unlicht. Wenn es Typ Stahl gewesen wäre, wäre das jetzt nicht sehr effektiv gewesen.
Und wir treffen natürlich schon zweimal. Was soll denn der Scheiß jetzt? Jetzt hagelt's auch noch. Und oh mein Mann, was soll das denn bitte? Wieso wird der vom Hagel nicht getroffen? Ist der Typ Eis oder was? Dann ist er wohl Eis und Licht. Eis. Okay, wenn er meint. Wenn er es meint, dann meint er es halt. Vielleicht doch Typ Stahl. Aber warum ist dann Gestein nicht effektiv? Ja, vielleicht hat er ein Kombi-Typ, was dann Gestein effektiv macht und dann normal. Meine Ungeschicktheit ist auch ungebrochen. Okay. So, dann gönnen wir uns hier noch einen Doppelkampf. Oh, nein! Jetzt habe ich es geschafft, so reinzulaufen, dass wir drei Einzelkämpfe haben. Nein! Mann! Ja, Skipergator. Ich habe Escape. Vorher waren es überall Ants. Und jetzt sind es überall, wie heißt es? Esteban. Imperator Sound, jetzt ganz schnell abhauen, ganz schnell abhauen. Storm, ja, schön. Spieler besiegt Scuba Esteban, ja, ja, erstaunlich, ja, ja, ja. Komm schon, komm. Nein, wir hatten nicht mal die Chance wegzurennen. Mann, das ist nicht mal ein Doppelkampf. Och, Mann. Ich mag dich nicht mehr. Scuba Jimmy, Baldorfisch, oh. Ich mag dich nicht mehr. Ich mag euch alle nicht mehr. Oh, Mann. Okay, dann setzen wir Zandersensor ein. Stein. Gut, ging daneben. Zandersensor. Piep, piep, piep. Normal, effektiv und weg damit. Ballaufisch ist down. Sehr schön. So, Spieler besiegt Schoolboy Jimmy. Das war wirklich sehr beeindruckend. KOH gewinnt 680 Poké-Dollar. So, jetzt auch du. Dann haben wir euch alle durch. Konzentration auf den Sieg, so kämpfe ich. Ja, jetzt die Frage, kämpft sie oder ihre Pokémon? Das ist hier die Frage. Eine Ausrüstung von Trainer Leo. Mit einem Ponita. Was nicht vom Typ Feuer ist. Storm, setz mal Knochenhart sein. Sandwirbel, Genauigkeit geht runter, das ist nicht schön. Knochenhart 1, normal effektiv und das heißt, es ist nicht down. Ja, nur zweimal getroffen, was ist das denn bitte? Ah, Sondersensor nochmal. Lebensschelle. Oh, jetzt wird's aber ganz genau wissen. Die Genauigkeit geht noch weit runter. Jetzt geht die Attacke nehmen, oder? Ich sollte wetten gehen. Sondersensor. Warum sind wir eigentlich langsamer als Ponita? Das ist ja sehr bitter. Genauigkeit von Storm sinkt. Und diesmal treffen wir aber. Bada bam bam bam. Da, Ponita ist down und war wahrscheinlich Typ Unlicht oder Stahl. Ne, Stahl nicht, unser Knochen hat es effektiv gesagt, also Typ Unlicht. Level 26, wir sind leicht OP. Spieler besiegt Trainer Leo. Ich verschwende keine Zeit damit, mich über eine Niederlage aufzureden. Ich nutze meine Zeit lieber zum Trainieren. Ja, dann tu das. Habe ich kein Problem mit Pokémon. Du taust mit Donkario. Nur noch du bist an der Reihe, dann haben wir euch alle besiegt. Bitte lass mich überprüfen, ob deine Pokémon noch richtig aufgezogen sind. Wenn du meinst. Lass mich dich ganz schnell besiegen. Eine Ausordnung mit Gewaltro. Die meint's ernst. Donkario. Eisenschweif. Macht das was? Okay, Typ Stahl oder... Also, auf jeden Fall ist es nicht sehr effektiv. Oh, Temposchub. Dann Funkensprung. Jetzt ist es schneller als wir. Na toll. Was macht Funkensprung? Ist das... Ach nein, jetzt hört doch auf mit dieser Scheißattacke. Ja, Klingensturm, warum nicht? Okay, danke. Das ist die Rettung in diesem Fall gewesen. Das gibt jetzt ordentlich Punkte. Als nächstes kommt noch ein Blutzug. Das nehmen wir doch auch gerne. Nein, KOH wird nicht das Pokémon wechseln. Blutzug. Dann setzen wir nochmal Funkensprung ein. Dem, 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 bim. Und, Farbwechsel macht es zu einem Elektrotypen. Eisenschweif. Zum Glück habe ich es nicht eingesetzt. Sonst hätte er jetzt einen Step bekommen. Eisspeer. Boah, das macht ja richtig Schaden. Was geht denn da auf einmal ab? Ja, also Eisbär geht ja richtig ab. Zweimal getroffen.
Okay, das war's. Und jetzt kriegen wir Level up. Nein, kriegen wir nicht. Als nächstes folgt noch ein Tornuptu. Nein! Den hatten wir auch schon mal gehabt. Oh, was waren sie gegen den noch mal effektiv? Ich glaube, gegen den war Boden effektiv. Okay, das ist schon mal nicht. Ah, okay, dann kann ich weiter Eisenschwerf einsetzen. Stahlflügel. Stahlflügel. Okay, und Verteidigung steigt. Das war jetzt echt total und scheiße. Und scheiße, genau, und scheiße. Spuckball! Ja, ich würde mal sagen, die anderen beiden setze ich lieber nicht ein. Und wenn ich jetzt gegen ein Tornuptu Level 11 verliere, dann werde ich aber richtig sauer. Und das könnt ihr mir glauben, dass ich richtig sauer wäre. Und dann ist das Projekt nämlich richtig am Ende. Und das nach dem 11. Part an Schluss, weißt du, das wäre richtig mies. Aber nein, ich denke mal, das wird nicht vorkommen. Die schlimmste Anfangsarena haben wir ja geschafft mit Camillo. Das heißt, wir werden jetzt nicht mehr so viele Probleme haben. Level 22. Als nächstes hat auch ein Mauzi. Miauz, genau. Servant Sonja, Mauzi Level 11. Funkensprung. Nicht sehr effektiv. Aber zieht trotzdem ein. Und Paralyse. Das haut ja mies rein. Und was willst du für einen Attacker? Ein Kiss mit. Oh, Kiss mit Wunsch. Dieser Attacker hat schon so oft jetzt gehabt, ey. So, dann nochmal Funkensprung. Miauz, genau. Das war wohl ein Schuss in den Ofen. Sehr gut. Dann Kario. Als nächstes noch. Wieder die zwei Mauzis. Was soll das denn bitte? Der zwei Mauzis. Eisenschweif. Das ist auch nicht sehr effektiv. Was soll das denn bitte? Jetzt werden wir auch noch von Kiss mit Wunsch getroffen. Nein. Ach man. Eisenschweif auch von ihm hier. Das macht uns voll viel Schaden. Und jetzt kommt der Kiss mit Wunsch. Ding, ding, ding. Wow, Explosion. Okay, er hat weniger Schaden gemacht, als ich erwartet hatte. Mauzi ist auch down. Das war wohl noch ein Schuss in den Ofen. Sehr gut. Okay, okay. Als nächstes wird Formeo. Formeo haben wir eben schon eins gehabt. Formeo wird von Servant Sonja in den Kampf geschickt. Funkensprung. So. Noch eine Paralyse hinten drin. Das ist mies. Das ist richtig fies. Und jetzt setzt Formeo Sternhieb ein. Ist das dein Ernst? Das ist so irritierend, dass ich nicht mehr weiß, welche Typen vor mir stehen, ey. Da kann ich nicht mal sagen, gut, ich gehe auf die Taktik, ich weiß, welche Typ das ist, dann greife ich an, weil dann ist es ein komplett anderer Typ. Pulverschnee zieht mir nicht viel ab, aber so ein Critical Hit, wow. Der weiß ganz genau, was er will. Aber das war's dann auch schon mit Formeo und wir haben diesen Kampf gewonnen. So, und Spieler besiegt Servant Sonja. Ja, sie sehen sehr gut aus. 440 Poké-Dollar nochmal erhalten. Ich freue mich auf einen so hervorragenden Trainer wie dich getroffen zu haben. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Nein. Definitiv nein. Okay, Pokémon Center. Dum, 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 dum. Willkommen im Pokémon Center. Wir haben deine Pokémon und machen sie wieder fit. Okay, wir mögen deine Pokémon. Okay, ich nehme deine Pokémon für einen Moment meinen Output. Deine Pokémon sind wieder taubfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Da. Oh, Fahrrad. Wow, wir sind so schnell. Und wir haben ja alle schon besiegt. Und jetzt nehmen wir noch die hier durch. Oh. Zeig mir, wie dein Leben aufregender werden kann. Dies ist mein Lieblings-Pokémon. Ja, dann zeig's mir. Ich weiß nicht, welches du meinst, das ist mir kein Name. Ein Camper. Libiskus. Und Panzer Aeron. Nicht schlecht, nicht schlecht. Muss ich schon sagen. Eisenschweif und Eishieb. Und, macht guten Schaden, sehr guten Schaden sogar. Sehr nice, gefällt mir. Und nochmal ein Eishieb hinterher. Ah fuck, ich habe auf ihn getroffen. Schade. Libiskus, jetzt find ein. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt.
sehr viel Glück gehabt sogar. Nummer. Nein, nein, nein. Glück. Okay. Die können beide ziemlich gefährlich sein, wie wir sehen. Deswegen hoffe ich einfach, dass dieser Kampf jetzt so schnell wie möglich vorbei ist. Nein, wir machen zu wenig Schaden. Nein. Das könnte gefährlich werden. Das könnte sehr gefährlich werden, gerade. Ich hoffe nicht, dass wir V-Punch verlieren, weil das möchte ich euch gar nicht. Level 24! Nachtnebel. Oh! Okay, Glück gehabt. Weil die Attacke, die haut richtig rein. Das sehen wir ja gerade. Eisenschweif und Eishieb. Weil ich glaube, die anderen Attacken haben keinen Nutzen hier. Wartet auf eine gegnerische Attacke, okay. Donkario Eisenschweif. Und V-Punch Eishieb. Bam! Okay, gut. Und jetzt ist der Kampf vorbei. Oh! Das war's dann auch schon mit diesem gegnerischen Pokémon. Und der Kampf ist vorbei. So, Trainer Crystal und Man Sonja sind besiegt. Oh, ich habe also das, was mir zu viel Aufregung. Moment, hast du auch genug Zeit, dir mein Pokémon anzuschauen? Nein. Wow. Da sind nochmal zwei Trainer. Da haben wir ein Elixier gefunden. Warte, habe ich noch Pokébälle dabei? Habe ich noch Pokébälle? Ja, habe ich. Also wenn wir jetzt hier angeln, wird es eh wieder so enden wie vorher, aber mir egal, wir angeln jetzt einfach hier. Wobei, darf ich überhaupt hier angeln? Ja, darf ich. Es ist ein Levita! Level 5. Dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass es im Ball drinnen bleibt. Sonst ist das nämlich ziemlich mies. Superball, komm schon, Levita. Bitte bleib einfach drin. Bleib bitte einfach drinnen. Eins. Nein, bitte fang nicht damit an. Oh nein. Bitte lass mich nicht damit anfangen. Ey. Ich kann dich nicht schwächen, weil du sonst tot bist. Und ich will brauchen. Ja, ich will und wir brauchen ein neues Teammitglied. Na toll. Das ist jetzt genau. Wieder so ein Pokémon, das nicht im Pokéball drin ist. Level 5. Wir werfen Superbälle und es bleibt nicht da drinnen. Was ist das denn bitte? Komm schon. Alter! Was soll das denn? Irgendwie ist die Catchrate hier ziemlich hochgegangen. Kann das sein? Pokéball. Bleibst du vielleicht da drin? Ja, da ist recht nicht, ne? Gut, ich werfe jetzt noch einen Pokéball und wenn du nicht drinne bleibst, dann töten wir dich halt. Mann, ey, wann kriegen wir denn endlich mal ein neues Team? Also wir werden, das ist jetzt definitiv, steht jetzt fest, wir werden nicht mehr angeln. Vor allem nicht mit dieser Angel. Wenn wir eine richtige Angel haben, dann ja, weil dann auch eine gewisse Stärke haben, mit der Angel nicht mehr. Das steht jetzt definitiv fest. Funkensprung. Tot. Mann. Na, voll scheiße. So, dann holen wir uns nochmal hier einen Doppelkampf ab und dann heilen wir uns, dann machen wir noch die... Wobei, ich wollte die Arena hier in dem Part noch machen. Jemand, der halb verhungert ist, wie ich es bin. Also, wie ich es bin. Ja, okay. Ja, lass uns einfach kämpfen und das war's dann schon. Gut, wird ein leichter Kampf. Bisasam! Und, was? Und... Ja, Registeel, natürlich. Sandsturm von Bisasam entfacht einen Sandsturm. Eissperr auf ihn, Eishieb auf ihn. Sind Eisattacken hier effektiv? Wow, Registeel. Ist ja richtig schnell. Mal sehen. Eissperr? Ah, woher habe ich das nur gewusst? Jetzt ist die Frage, Typ Boden, Typ Flug, Typ Pflanze, Typ Gestein, Typ ist mir egal, weil du tot bist. Was? Oh nein! Oh Mann! Was soll das denn jedes Mal derselbe Dreck? Das ist doch voll scheiße. Sandsturm tobt.
Ja, du wächst dich mal selbst auf. Wenn wir es könnten. Aufwecker, doch, können wir sogar. So. Und du tötest Bisasam. Schlecke! Wow! Das war mir jetzt aber ein Stückchen zu viel. Aber echt, Mann, ein Stückchen zu viel des Guten. So, Bisasam ist besiegt. Level 23! Vorpunch. Der Sandsturm tobt. Wir haben es verstanden. So, weiter geht's. Funkensprung und Sondersensor. Ruckzucki, du bist aber schnell heute. Schnell auf Zacke, die Zack, Zack, Zack. Bam. Normal effektiv. Sondersensor. Zufällig. Normal effektiv. Macht dabei guten Schaden. Sehr guten Schaden sogar. Muss ich echt behaupten. Funkenwogen, Sonne, dann läuft jetzt WGC natürlich schneller und. Wow! Der wird aber viel Schaden machen jetzt. Ein Falltreffer. So, Registeel, Donkario hält so, so viel, vor Punchen so, so viel, Seventh N und Trainer Cristiano sind besiegt. Sehr gut, oh la la, Krümel, 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 schalalala, Ummel. La 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 la, wow. Gehen wir kurz da rein und dann gehen wir uns hier aufhalten. Willkommen im Pokémon Center, wir haben deine Pokémon und machen diese Top-Welt. Okay, wir sind deine Pokémon. Okay, ich nehme deine Pokémon für einen Moment meinen Output. Wir sind aufgeheilt. Okay, dann mal gucken, was es hier so gibt. Willkommen. Kann ich hier helfen, kaufen? Och, der hat ja noch gar nichts Tolles. Mann, was ein Typ. Was ein Typ. Okay, wisst ihr was? Wir? Warte, gehen wir jetzt in die Arena? Oh, komm, wir gehen jetzt in die Arena. Wir machen jetzt die Arena und den nächsten Part machen wir die Yes Family. Falls ihr soweit kommt. Gut, Kampf Nummer 1. Mein Charme und die Attacken meiner Pokémon werden dich schockieren. Die Spannung meiner Seele setzt alle deine Träume unter Strom. Ja! Okay, nehme ich mal so auf. Nehme ich mal so auf. Wir haben beide zwei Pokémon. Flovelove wird von Trainer Jonathan in den Kampf und Mankey! Da weiß ich sogar, was effektiv gegen ist und ich habe gerade nichts da, was effektiv gegen ist. Eisspeer. Eventuell. Ah, schade. Wenn es nicht effektiv ist, dann macht es nur so wenig Schaden. Und jetzt du, Donk, Vorpunch. Zufällig? Metallsound. Ah, das dreht, das weh. Das tut in den Ohren weh. Das könnt ihr, glaube ich, auch hören, oder? Und Fluffen mit Nadelrakete. Ernsthaft? Das ist dein Ernst? Das darfst du lassen. Das ist nicht sehr effektiv. Dreimal getroffen, ja. Dann setzen wir Funkensprung auf Inia ein und du setzt mal Sondersensor auf Minky ein. Macht es was, wenn nicht, tausche ich jetzt aus. Oh nein, das heißt Typ Gestein, Typ Stahl, Typ Elektro. Vielleicht sind die hier gegen Boden anfällig. Testen wir mal. Fluffluff setzt noch Prügler, wow. Angriff von Girafarik. Ja, er hat einen Girafarik, okay. Angriff von Mankey und was hat der andere noch? Er hat noch einen. Kanimani! Okay. Gut, Donkario, Eisenschweif und du kommst her. Los, Storm, du bist an der Reihe. So, erstmal Vorpunch genug, komm zurück! Und jetzt darf Donkario Eisenschweif einsetzen. Okay, hat wenigstens gereicht, um ihn zu besiegen. Hat wenigstens gereicht. So, und so, okay. Als nächstes folgt ein Girafarik. Das kriegen wir hin. Das machen wir noch ganz schnell. Mankey sitzt Blitzkanone an, geht schon wieder daneben. Eisenschweif und Knochenmatz. Donnerblitz. Oh, Donnerblitz. Na dann. Donkario Eisenschweif geht daneben. Scheiße.
Warum sind alle schneller als Storm? Was geht denn da ab? Was soll denn das bitte? Ja, okay, das ist jetzt weg. Perfekt. Alter, wie die andauernd noch eine KP haben. Was soll das denn bitte? Leute, da regt man sich doch voll auf. Komm, gebt zu. Ihr würdet euch auch aufregen. Okay, Kanimani, Kopf Jonathan. So, dann sitzt hier mal ein Funkensprung und ein Knochenhart sein. Donnerblitz. Oh, wow, 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 wow. Was wir hier für den Dynamo-Orden alles auf uns nehmen, ne? Und ich habe gerade Funkensprung angesetzt, ne? Wieso habe ich mir das gerade gedacht? Ich weiß es nicht. Aber wenigstens kriegen wir eine Paralyse. So, Knochenhart auf Kanimani, komm. Aber nicht, das ist nicht sehr effektiv, das ist nur normal effektiv. Komm schon, bitte, fünf, jetzt musst du fünfmal treffen. Och, Mann. Was soll das denn? Liege ich gerade richtig mit der Vermutung, dass du von Typ Pflanze bist? Zufällig? Zufällig? Ganz zufällig? Ja, liege ich. Pflanze, Boden, Gestein, Eis. Nee, Flug, Drache. Irgendwie sowas kurz sein. So, okay. Jetzt Daumen, Knochenhatz. Ja, per. Oh, macht das wenig Schaden. Oh, macht das wenig Schaden. Mist. Giftstachel. Unvergiftet. Wieso war das denn so verdammt nochmal klar? Ganz ehrlich. Mann. Aber wenigstens jetzt in dieser Runde hoffentlich down. Dann haben wir diesen Kampf geschafft. Und müssen ganz schnell heilen gehen, weil sonst Storm den Knochen abgibt. Gut, Kampf ist geschafft. Den Rest machen wir dann im nächsten Part. Da muss ich mir jetzt keinen Stress mehr damit machen, weil in 3 Minuten kriege ich eh die Arena nicht mehr hin. Und da habe ich keine Lust mehr drauf. Noch ein Level up? Nein, Schatz. Der Jonathan und Kopf Jonathan besiegt. Ich bin geschockt von deiner Stärke. Da wurde der Stromkreis geschlossen und bis zum Kurzschluss belastet. Ja, Leute. Dann würde ich einfach mal sagen, warte, das mache ich noch. Wir sehen uns das nächste Mal. Hat mich gefreut, euch mal wieder zu unterhalten. Und dann Daumen hoch, Kommentare. Ihr wisst Bescheid, sehe ich sehr gerne. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, euer K.O.H.